Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden, den wir brauchen. Ich bin jetzt hier, falls ihr es auf der Karte seht, von Moosbach City aus nach links geschwommen. Und da kann man hier runter. Und dann kommt man in den Bereich, der uns, glaube ich, zum Ziel führt. Denn Grudon macht immer noch Stress. Und wir wollen ihn natürlich auf jeden Fall aufhalten. Und ihr seht diese Folge unfassbar aktuell, wenn ihr sie direkt nach Upload guckt. Weil ich werde diese Folge jetzt aufnehmen und dann direkt hochladen. Also ich habe es wahrscheinlich vor 30 Minuten aufgenommen, wenn ihr das seht. Ich wollte euch einfach mal nur mal so ein bisschen, ja, daran teilhaben lassen, wie meine aktuellen, komm, machen wir mal den nice Mega-Entwicklung, wie meine aktuellen Electric Love-Vorbereitungen laufen, denn morgen um 10 Uhr kommt mein Kumpel vorbei und wir fahren los. Dann geht's 5 Tage nach Salzburg, Freunde. Und es wird sehr geil. Und ich wollte einfach mal nur mal so auf den aktuellsten Stand bringen, wie es gerade so bei mir läuft, etc. Und da einfach mal ein bisschen mit euch drüber quatschen, wie viele Videos habe ich vorproduziert und so weiter. Also wie steht's? Ich kann auf jeden Fall sagen, die Vorbereitungen laufen nicht schlecht. Gepackt habe ich noch nichts. Das werde ich aber heute nach dem Training machen. Wir haben heute um 20 Uhr noch Training. Da kommt irgendwie so ein Personal Trainer vorbei. Macht mit unserer Mannschaft irgendwie so ein super intensives Hardcore-Training. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass es sau anstrengend wird. Ich werde jetzt hier einfach mal abtauchen, weil ich denke, dass hier der Eingang ist irgendwo. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr anstrengend. Also gepackt habe ich noch nichts, aber ich habe schon eine Packliste. Das heißt, das Packen wird sich wahrscheinlich in 20 Minuten erledigt haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Okay, ich kann hier unten gar kein Itemradar einsetzen. Schade. Moment mal, wenn wir jetzt dann vielleicht auf Grudon treffen, ist es vielleicht intelligenter, vielleicht Rambi nach vorne zu packen, weil er vom Typ Boden ist. Oder vielleicht ein Wasser-Tohaido wäre fast noch besser, ne? Aber ich glaube, wir werden nicht direkt auf ihn treffen. Aber es kann nicht schaden, Tohaido vorzupacken. Ach, ist egal, komm, egal. Rambi bleibt vorne, passt schon. Also gepackt habe ich noch nichts, aber fürs Vloggen habe ich schon Vorbereitungen getroffen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe jetzt meine Canon Legria, also meine Kamera, habe ich jetzt schon, oh, schau mal, wie sich die Berge da im Wasser spiegeln, sehr schön. Für meine Canon Legria habe ich, Moment, ich soll einfach zum Heiligtum, ich glaube, das war, wenn mich alles täuscht, hier hinten irgendwo, habe ich mir noch 2 weitere Akkus bestellt. Ja, leck mich am Arsch, ist das hell. Boah, da kennt man ja gar nichts. Ah, ich habe Blinde an der Sonne. An der Pokémon-Sonne. Habe ich 2 weitere Akkus bestellt. Das heißt, ich reise mit 3 Akkus für meine Kamera. Reise ich nach Salzburg zum Festival. Und ich habe mir jetzt auch nochmal eine Speicherkarte gekauft. Und auch meine Kumpels gefragt, wenn sie irgendwo noch eine Speicherkarte rumliegen haben, ob sie mir die gern geben würden. Das heißt, ich sollte genug Akku und Speicher dabei haben, um genug für euch zu filmen. Und hier spielt jetzt die Musik. Also Vlogging ist auf jeden Fall safe. Insofern ich nichts vergesse. Die Akkus laden auch gerade, also. Ich bin also in Sachen Vlogging bin ich top vorbereitet. Und ich habe auch vor, deutlich mehr zu vloggen als letztes Jahr. Weil meine Kumpels jetzt auch wissen, dass ich YouTube mache. Und ich nehme an, dass jetzt alle da easy mit klarkommen. Letztes Jahr war mir das noch ein bisschen unangenehm. Da bist du ja. Ich hatte dich schon erwartet. Diese brennende Hitze ist einfach schrecklich. Die Luft fühlt sich wie ein Feuer an, das den gesamten Planeten und alles Leben darauf verzehren will. Oh, ist ja so. Ach, komm doch mal eben rüber. Das ist mein Freund. Hör dir mal an, was er sagt. Der hat voll den creepy Blick. Mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arenaleiter. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Deshalb weiß ich auch, dass diese Dürre durch eine Kraft verursacht wird, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Das ist doch der blaue Edelstein. Ich verstehe. Bitte folge mir. Okay. Bestimmt muss ich durch den Wasserfall wetten. Menschen und Pokémon brauchen die Sonne zum Leben. Und trotzdem bereitet uns dieser Sonnenschein nur Kummer und Sorgen. Boah, wie das blendet voll. Denn die Sonnenschein über Xenero will weiter an Intensität zulegen. Verglüht irgendwann ganz Höhen. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar bevor es zu spät ist. Was machen die denn? Die laufen hier nur rum und sagen, ich sag, oh, die Sonne ist so heiß. Ah, ne, ich muss doch nicht in den Wasserfall. Gibt es einen etwas größeren Eingang.
Team Magma und Team Aqua. Wir haben schon auf dich gewartet. Nein, das ist der Typ da hinten. Wir haben schon auf dich gewartet, Kleiner. Sir, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um dem Jüngling jenes Objekt zu überreichen. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Was dir mein untergehender Kalle gleich anvertrauen wird, ist die Frucht unserer Zusammenarbeit mit der Devon Corporation und zugleich das Aushängeschild der technologischen Schaffenskraft der Höhenregion. Wir haben den Magma-Anzug bekommen. Damit können wir bestimmt großer Hitze widerstehen. Dieser Anzug wurde ursprünglich zur Vorbereitung unseres Zusammentreffens mit Grundon angefertigt. Gegenwärtig sieht es allerdings nicht danach aus, als ob uns die Serie noch zuteil würde. Daher bleibt uns nichts anderes, als ihn dir anzuvertrauen. Ich bitte jedoch eines zu bedenken. Niemand kann gewährleisten, dass dir der Magma-Anzug dort drin tatsächlich genügend Schutz bieten wird. Immerhin wurde das Magma im Inneren der Höhle durch die Naturenergie um ein Vielfaches verstärkt. Wahre Worte. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Temperatur des Magmas unsere Berechnung bei weitem übersteigt. Darin sehe ich keinen Grund zur Sorge. Er trägt schließlich den blauen Edelstein bei sich. Dieser Stein birgt uralte Kräfte, die ihm und seinem Pokémon-Team ausreichend Schutz bieten sollten. Aber natürlich, jetzt wo du es sagst, die alten Knacker am Pyroberg haben auch sowas gefaselt. Wie war das nochmal? Der rote Der rote Edelstein entfesselt bombastische Kräfte in Grudon und löst so die Protomorphose bei ihm aus. Mit dem blauen Edelstein hingegen kann man Grudon den Stecker ziehen und ihm seine Kräfte wieder nehmen. Den Stecker ziehen, das klingt gut. Ganz genau. Die Energie, welche die Urzeit durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der der Grudon seine immense Kraft schöpft. Er sollte sich mit dem blauen Edelstein logischerweise nicht nur Grudons Kraft eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Gewalt des Magmas im Inneren der Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Macht des blauen Edelsteins allein genügt nicht, um Grudon zu gelangen. Das mächtige Pokémon lauert nämlich am tiefsten Punkt der Höhenregion, der sogenannten Höhentiefe. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung der Natur zu stellen. Wer hätte gedacht, dass sich der blaue Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Hübi? Sei unbesorgt. Zusammen mit deinem Pokémon-Team kannst du alles erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Uns Bewohnern von Xenerowil ist es nicht gestattet, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst alleine gehen, egal was sich da auch erwarten mag. Der blaue Edelstein liegt in deinen Händen. Und mit ihm das Schicksal Höhens. Wir werden hier unsere Leute zusammentrommeln, um uns um alle Opfer dieser Katastrophe zu kümmern. Ganz gleich, ob Mensch oder Pokémon. Kleiner, ich hasse es, dich dazu zu verdonnern, im Alleingang die Welt zu retten. Aber wir zählen fest auf deine Hilfe. Bitte vergib mir. Es tut mir leid, dass ich immer von oben herab zu dir gesprochen habe. Noch mehr tut es mir jedoch leid, dass ich dir so viel abverlangen muss. Doch du und dein Pokémon-Team, ihr seid die Einzigen, die es mit Grudon aufnehmen können. Das Schicksal unserer Welt liegt in deinen Händen. Tu, was du tun musst. Okay. Ach, jetzt kommt die auch noch. Hübi, zuerst hatte ich nur gehört, dass hier irgendwo Gefahr ist. Aber da, als ich dann mein Videonavi eingeschaltet habe, war es plötzlich du in den Nachrichten und ich hatte so Angst um dich. Du stirbst doch jetzt nicht, oder? Ich meine, was soll ich denn sonst machen allein? Was zum Fick? Die Magma und Team Aqua? Ich check gar nichts mehr. Hauptsache, dir geht's gut, Hübi. Naja, ich weiß, ich rede eigentlich immer über das Gleiche und so und weiß schon. Ja, halt so Sex und so, aber was ich sagen wollte ist, ja, denn ich liebe dich. Ach, echt? Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Sie will nicht nur eine Sexbeziehung, sie liebt mich sogar. Na dann, let's go, Freunde. Gehen wir in die Urzeithöhle. Und stellen uns diesem Ding. Ich wollte über Electric Love reden, Mann, über meine Vorbereitung. So, also, Vlogging habe ich abgeschlossen, übers Packen habe ich geredet. Und ja, ich werde morgen um 10 Uhr abgeholt. Eingekauft haben wir auch schon enorm viel Bier. Enorm viel Bier. Ich glaube, wir haben 11 Paletten für 7 Leute oder so. Irgendwie so um den Dreh. Moment mal, hier geht es noch weiter runter. Dann werde ich doch erstmal den Weg da drüben abchecken. Und auch genug Zeug zum Essen und Trinken und sonstige Gadgets. Oh, hier komme ich nicht durch, okay. Also dementsprechend wird es, glaube ich, sehr, sehr cool. Was sind so meine Erwartungen? Ich war jetzt letztes Jahr schon da. Und das heißt, ich komme dieses Jahr mit viel mehr Erfahrung. Also auf was muss ich achten? Schutz wird nicht. Was darf ich auf keinen Fall vergessen? Zum Beispiel hatte ich letztes Jahr,
einen viel zu dünnen Schlafsack dabei. Ich habe jede Nacht unfassbar gefroren. Und ich musste mich öfter einschmieren. Ich hatte letztes Jahr den Sonnenbrand des Todes. Das Problem ist halt nur, wenn man immer so angeheitert ist. Es ist immer sehr schwer darauf zu achten, sich regelmäßig einzucremen. Also ihr werdet, da würde ich euch jetzt schon mal vorwarnen, in dem Electric Love Vlog bestimmt mich das ein oder andere Mal auf eine Art erleben, wie sie vielleicht nicht typisch ist. Was dann, glaube ich, aber auch irgendwo verständlich ist. Sag mal, was eskaliert denn Grudon jetzt hier so? Ich laufe ihn nur runter und der so brüllt da unten rum. Ja, die DJs, die kommen, sind von der also haben mir letztes Jahr besser gefallen, aber ich lasse mich dieses Jahr auch gerne mal überraschen, weil ich gar nicht so im Blick hatte, was alles so für neue Tracks erschienen sind. Also ich werde mich auch von der Musik, die kommt, eher überraschen lassen. So. Jetzt schauen wir mal. Kommt mir Zegudan entgegengestapft? Nein, ich habe jetzt den Anzug an. Kann ich jetzt durch Lava laufen? Sieht ein bisschen affig aus. Aber auch irgendwie cool. Also wie gesagt, Musik wird eher für mich... Okay, den blauen Edelstein habe ich jetzt auch noch... Oh, schick. Von der Musik hier lasse ich mich überraschen. Ich werde es natürlich wie letztes Jahr in dem Vlog machen, dass ich... Da kommt Grudon aus der Lava. Aus dem Magma-Anzug ertönt eine Stimme. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Ich bin es, Mark. Ich spreche über das Kommunikationssystem deines Anzugs zu dir. Ich weiß, es ist ein nice Effekt. Unsere Messgeräte hier draußen haben das Signal von Grudon aufgenommen. Sind sie mir eventuell bereits gegenüber? Nee. Ist mein Magen. Ich verstehe. Dann hör bitte genau zu. Du musst nun einen ganzen Mut zusammennehmen und auf den Rücken von Grudon aufspringen. Toll. Wow. Danke für die Tipps. Naja, das heißt, wir müssen jetzt Grudon reiten? Was zur Hölle? Okay. Das ist irgendwie episch. Ich werde natürlich wie im Vlog letztes Jahr einfach immer, wenn ich Lieder zeige, wenn ich also Aufnahmen von der Stage mache, werde ich euch natürlich immer einblenden, was das für ein Lied ist und von wem, dass ihr da sozusagen das mitbekommt. Wenn ich es selber herausfinde, teilweise weiß ich es ja selber gar nicht. Also ich kenne ein paar Lieder, die dieses Jahr erschienen sind. Unser... Holy. Es geht hier ab. Unser Navi ist unten down. Hä? Okay, ich habe meinen Anzug wieder ausgezogen. Jetzt ist nämlich nicht mehr heiß hier. Liegen hier Items? Nein. Kann ich mit ihm reden? Ich tue es einfach mal. Und ich habe einfach enorme Vorfreude, weil mein Tagesablauf wird einfach so sehen. Ich komme an, baue mein Zelt auf, packe meinen pinken Campingstuhl, gemeinsam mit meinem pinken Festivalhut, ihr kennt ihn bereits aus, stelle mich in den Campingstuhl, trinke ein Bier, trinke noch ein Bier, trinke noch ein Bier. Dann geht's irgendwann zur Stage. Wir feiern voll ab, die Musik kommt zurück, trinken wahrscheinlich noch ein Bier, gehen pennen, stehen auf, trinken Bier und zwischendrin kochen wir uns ein bisschen Nudeln oder Ravioli aus der Dose und dann gehen wir wieder feiern und das 4 Tage lang. Oh mein Gott, ich freue mich so hart drauf. Das ist einfach wieder so komplett so raus aus dem Alltag. Und ich wollte natürlich auch noch über die Videosituation sprechen, wie viel ich schon vorproduziert habe. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier die Protomorphose von Grudon an. Die sieht nämlich echt epic aus. Oh, nice. So nice. Geiler Scheiß. Ein Grudon erscheint. Ist mal eben erschienen, so. Und jetzt hier klein Rambi gegen Riesengrudon. Es ist auf Level 45. Und ich habe keine Ahnung, wie ich gegen dieses Grudon am besten vorgehe. Es ist Feuer, Boden? Ich gucke einfach mal, was Steinhagel so anrichten kann. Okay, er haut gleich mein Erdbeben raus. Damit sollte Rambi auch eine Geschichte sein. Nein, ich habe Robustheit. Sehr gut, Rambi. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay,
Ich weiß nicht, wie ich hier am besten vorgehe. Ich habe leider, glaube ich, keine großen statusverändernden Attacken im Team. Nein, nicht Enyo. Wir kommen mal mit Meister L. Und schauen mal. Also ich will es auf jeden Fall fangen. Im Notfall muss ich den Meisterball zücken. Das ist klar. Den habe ich immer noch als Ausweg. Jetzt kommt der mit Abgrund. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt schon den Meisterball zücken. Weil ich sowieso nicht lange überstehen werde. Kann das sein? Ist das möglich? Ich könnte mich mal mit Fluch hochpushen, aber ob das so viel bringt? Nein, man kann es ja mal probieren. Okay, jetzt setzt Erholung ein. Das kommt überraschend, wenn ich ehrlich bin. Er heilt sich, aber er pennt. Mal sehen. Mal sehen. So, Initiative sinkt. Ich wäre sowieso langsamer gewesen. Ich glaube, ich pushe mich jetzt einfach. Ich glaube, ich pushe mich jetzt einfach und gucke, ob das irgendwas bringt. Ich pushe jetzt einfach hier meinen Kamerupt in den Himmel. Wahrscheinlich wird es dann trotzdem per Abgrundklinge gewonnen hätten. Guck mal, wenn es schläft, hat es keine Augen. Das sieht einfach übelst creepy aus. Weil die Augen halt zu sind, die Augenlider genauso aussehen wie die Augen. Also, wie sehen meine vorproduzierten Videos aus? Ich habe schon die ganzen NSMB2-Videos habe ich schon vorproduziert. Ich habe 3 von 4 Custom-Tracks, Parts vorproduziert. Und da muss ich noch einen machen und ich muss noch nach dem hier noch 3 Omega-Rubin-Parts aufnehmen heute. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe, ob mir genügend Themen einfallen. Vielleicht hole ich mir auch einfach einen Kollegen dazu, mit dem ich dann noch eine Diskussionsrunde starten kann, weil 4 Parts lang am Stück über Themen reden ist kritisch. Ich glaube, weiter kann ich mich nicht mehr pushen. Doch einmal geht noch. Jetzt setzt der Flammensturm ein. Oh, scheiße, das ist natürlich speziell und nicht physisch. Okay. So, jetzt habe ich mich aber, glaube ich, so weit gepusht, wie es möglich war. Jetzt haben wir hier noch eine... Ich glaube, Hypertränke habe ich gekauft. Kann das sein? Ja, ich habe Hypertränke gekauft. Sehr gut. Dann gönnen wir ihm jetzt ein und dann mal gucken, was wir erreichen können. Das Problem ist mit... Ich habe halt keine Statuswänderung im Team. Das ist halt echt madig. Ja, schauen wir mal, was Erdbeben anrichtet. Let's go. Das ist jetzt nicht gerade passiert, oder? Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht gerade passiert, oder? Ich meine,
Warum sollte ich es auch fangen wollen? Nee, nee, das ist nicht passiert. Okay. Okay. Nee, dann fange ich das gut und halt nicht. Ich wollte es sowieso nicht haben. Unfassbar. Unfassbar. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Da ändert jetzt auch die harmonische Stimmung nichts. Jetzt, nee, ich fahre nicht zum Festival. Ich fahre nicht zum Festival, ich setze mich jetzt 5 Tage in meinen Keller und schäme mich. Wer braucht schon einen Gruder? Ich meine, immerhin habt ihr es mal gesehen. Das ist doch auch was. Nee. 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 Hübi, du bist der absolut größte Volltrottel, den ich je gesehen habe, Mann. Alter. Richte einen Blick nach oben. Das da oben sind alles Bierdeckel, die in einem Stadion auf dich fliegen würden, wenn du Fußballer wärst, weil du einfach so ein Volltrottel bist. Ist das nicht toll? Irgendwie wird mir ganz warm ums Herz, wenn jemand noch behinderter ist als ich. Ja, Mann, genau so sehe ich das auch. Was für ein Trottel, der da gerade runter zu Gudern gegangen ist. Naja, irgendwie sind wir beide ziemlich behindert. Wie wäre es, wenn wir uns versöhnen und zusammen über den Trottel lachen? Hä? Wie sieht's aus? Naja, also, jemanden zu finden, der noch blöder ist als wir? Du hast recht, wir können eigentlich gemeinsam auf seinen Kopf spucken. Das wäre doch mal was. Vielleicht dumm plus dummer gibt schlau und schlau kann dann über super dumm lachen. Sir, glauben Sie mir, so dumm wie der Junge, der gerade bei Grudern unten war, so dumm ist keiner. Haha, ich weiß, wovon ich rede, ich habe 4 Down-Syndrome. Deswegen mache ich meine Augen nie auf. Ah, okay. Du bist so ein unfassbarer Trottel, ich sag euch was. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem du vielleicht auch mal was checkst, aber du bist echt der größte Trottel, den ich je gesehen habe. Da denke ich, da könnte ich ja fast einen IQ-Test von 5000 haben im Vergleich zu dir. Ich hab dich ja wirklich für ganz Glück eingeschätzt, aber schau mal dein Gesicht an. Sieht aus, als ob man dich als Kind 3-mal hochgeworfen hätte und nur 2-mal aufgefangen. Oh, ja, ist das nicht toll. Hau rein, Mann. Naja, die beiden haben dich ziemlich gedisst, aber ist auch irgendwie verständlich bei all dem, was du getan hast. Naja, es geschieht ja nicht von heute auf morgen, dass man wirklich so blöd ist wie du. Aber ich hoffe, dass du vielleicht auch nochmal irgendwann ein Fünkchen IQ bekommst, dass du vielleicht aus minus 5 ein plus 3 machen kannst. Das wäre doch mal was, oder? Naja, kämpf doch mal hier in der Arena. Kämpfen kannst du ja einigermaßen, aber probier's ja nicht bei Frauen oder mit Intelligenzsachen oder so. Werd am besten irgendwas, wo man nichts denken muss. Prostituierter oder so. Na, das ist die Ehrenflöte. Egal wie weit ihr voneinander entfernt seid, sobald du die Eonflöte erklingen lässt, kommt Latios in Windeseile herbeigeflogen. Latios ist egal, wie schlau du bist, es fliegt ja nur. Naja, also, wir sind ja alle Lebewesen und so, deswegen müssen wir uns alle gegenseitig respektieren, aber Hübi, du bist echt ein richtiger Trottel, ohne Witz. Also, ich hau da mal ab, ne? Ich weiß es nicht. Puh, endlich sind wir wieder unter uns.
Jetzt kann ich dir endlich mal einen Piep. Danke, danke. Jetzt können wir für immer zusammen sein. Und tolle Dinge miteinander erleben. Das ist nicht toll. Ich habe mich so einsam gefühlt ohne dich. Aber wenn ich dich vergiss es. Einfach wenn du da bist, fühle ich mich toll. So befriedigt. Servus. Und die Bierdeckel fliegen weiter auf mein Haupt. Ich fasse es einfach nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein.